Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und über ein Like würde ich mich sehr freuen und wird im YouTube-Algorithmus sehr helfen. So, wir schauen mal raus auf, wir haben hier noch ein Quest. Mal schauen, was das für ein Quest ist. Was? In Lesnica und im Außenlager haben wir auch ein Quest. Mhm. Alles klar. Keinen Wegpunkt setzen. Alles klar. Wir suchen jetzt mal den Quest. Aber erst müssen wir wohl erst einmal was trinken. Da flitzen wir mal runter zum Wasser. Und holen uns auch noch was aus dem Lebensmittellager. Trink was, mein Freund. So. Da bist du Niert Atka. Alles klar. Wir schauen ins Lebensmittellager. So, Äpfel haben wir viele drin. Aber wir nehmen uns. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Das sieht sehr gut aus. Wie haben wir überhaupt noch was? Das Fleisch räumen wir erstmal raus. Das brauchen wir nämlich nicht. Dann die Tollkirsche, das kommt ins Materiallager. Gut, alles klar. Dann brauchen wir noch was zu essen. Was nehmen wir uns denn mit? Fladenbrot. Wir haben Fladenbrote ohne Ende. Schaut euch das mal an hier. Die essen wohl gar keine Fladenbrote. Fleisch mit Soße. Gebraten Fleisch. Gesalzenes Fisch. Getrockneter Fisch. Haferbrötchen. Honigwaben. Aber der Kirschwein, der ist fast alle. Kohlsuppen haben wir auch einige. Also, zu essen haben wir eigentlich Roggenbrote. Rote Beetesuppen. Also, ach, du kriegst die Motten. Jetzt haben wir schon über 4000. Ich glaube, wir müssen langsam mal was rausschmeißen. Irgendwelche Produktion müssen wir mal drosseln hier. Trockenfleisch. Das wird in der Jagdhütte gemacht. Werden wir gleich mal einstellen, diese Produktion. Jagdhütte. Salzfleisch brauchen wir nicht. Wunder. Trockenfleisch. Machen sie zwar plus 10%, aber vergesst's. So, dann lieber gehen wir mal nochmal bei den Leder ein bisschen hoch. 30, 40%. Gut. Pelze machen wir 20% und Federn machen wir 20%. Dann haben die wieder 100%, 20% Fleisch. Alles klar. Wir ersaufen ja bald hier drin in den Zeug. So, wir nehmen uns. In der Küche müssen wir auch was ändern. Sie hat doch das Fladenbrote ohne Ende. Aber dann haben wir wohl keinen. Die sollen mal ein paar Kuchen machen. So, ich nehme mal 3 Fladenbrote mit. Dann schaue ich nochmal in die Küche rein. Das ist Produktion. Küche. F. Hier reingucken. Kohlsuppen, alles klar. Quark, kein Material. Käse. Roggenfladenbrot 50%. Runter auf 10%. Gut. Roggenbrot, das kann man lassen. Gebraten Fleisch, Kohlsuppe, rote Beetesuppe, Pilzsuppe. Aber die können ja ein bisschen Apfelbrei machen. Mit ein paar Äpfel wegkommen. Wer backt denn die Kuchen? Obstkuchen.
Mohnkuh. Kein Material, wie Sie es erkennen. Da fehlt es Mehl. Birnentart, Pflaumentart, Kirschkuchen. F, was machen die hier drin? Bratenfleisch, Kohlsuppe, Fleischpastete. Was fehlt da? Mehl. Alles klar, weil die ja einen Haufen Fladenbrote gebacken haben. Haferbrei. Ah, hier ist noch eine Küche. Was haben die? Machen die auch Fladenbrote. Die haben ja auch jetzt schon 40% Fladenbrot. Alles klar. Dann nehmen wir vollkommen raus das Fladenbrot. Weißbrot können sie nicht machen. Da fehlt doch das Mehl. Fladenbrot, die brauchen 8-mal Mehl und 3-mal Wasser. Alles klar. So, mal gucken. Haferbrei, Roggenbrei könnt ihr ein bisschen machen. 10%. Apfelbrei machen wir schon, Beerenbrei brauchen wir nicht. Haben wir ja auch nicht. Quark, kein Material. Wo ist die Milch? Haben die keine Milch? Fischstart. Material, da fehlt das Mehl. Trotzdem darf man die seine paar Fischstarts machen. Ja? So, und Pflaumentart, wenn sie Mehl haben. So. Hier die andere Küche haben wir auch noch. Mal sehen, was die machen. Wie machen die nicht auch noch Fladenbrot? Hirschkuh, Fladenbrot, machen die auch 30%. Raus damit. Die nicht. Die können machen Eintöpfe. 15%. Und rote Beetesuppen. 15%. Nee, das war nochmal Eintopf. Das Eintopf mit Salzfleisch und das mit normalem Fleisch. Genau, da kommt wieder ein bisschen Salzfleisch weg. Alles klar. Gut. Jetzt schauen wir nochmal in unsere Landwirtschaft. Unsere Scheunen. F. So, Haferkorn, Roggenkorn. Die können Mehl machen. Aus Weizenkorn, aus Haferkorn, aus Roggenkorn. Alles klar. Wie viel? Volles Programm hier. Halt, das hier ist es. So. Weg. Ja. Wir haben ja Roggenkorn ohne Ende. So, was machen die? Mohnsamen, Haferkorn, Roggenkorn. Dünger aus Dung. Tierfutter, alles klar. Da haben wir ja auch. Die können auch noch ein bisschen Mehl machen. Denn offensichtlich schaffen es unsere Mühlen nicht. So, jetzt gucken wir in die dritte Scheune nochmal rein. Die machen Dünger. Dünger aus Dung. Und Dünger aus Verdorbenen. Alles klar. Können wir mal runtergehen. Die kriegen zwar wieder Verdorbenes, aber die machen auch noch ein bisschen Mehl. Mehl aus Roggenkorn, 10%. Wir brauchen Mehl. So, was macht diese Scheune? Leinensamen und Dünger. Dünger aus Verdorbenen. Leinensamen gehen wir mal runter. Dünger gehen wir mal runter. Und die kriegen auch noch den Auftrag, Mehl zu machen. Aus Roggenkorn. Gut. Die anderen zwei Scheunen, die lassen wir mal so. So, jetzt schauen wir, wo der Quest ist, den wir haben. Sitzen die noch?
Ja, die sitzen alle noch am Feuer hier. Wer hat hier einen Quest? Der Fallibock. Da hinten, alles klar. Ach, das ist doch ganz wie Baba. Ach, nö, ist aber gut hier. Naja, good day, Mister. Mit eurem Quatsch. Jetzt wäre ich erwachsen. Ja, warte. Sei froh, dass du noch nicht erwachsen bist, du Armleuchter. Halt. Was will er denn? Ganz wie Papa. Was will er denn haben? Halt. J, hier rein. Müssen wir doch gucken. Was will er haben? Ein Holzhammer. Ja, mal gucken, ob wir so einen komischen Holzhammer haben. Haben wir noch einen Holzhammer im Lager? Ich glaube nicht. Gut, und dann gehen wir, flitzen wir mal hoch zu in unserem Außenposten und schauen, was dort oben los ist. Und da können wir gleich unser Ressourcenlager mit Kalk verputzen. Einen Holzhammer. Ich glaube nicht, dass ich noch Holzhammer habe. Holzstamm, Holzteller, Hopfen. Nein, was brauchen wir denn für einen Holzhammer? Ich glaube, einen Holzstamm und da gucken wir doch. Ein Holzhammer. Brauchen wir einen Holzstamm und 10 Stöckchen. Alles klar. Stöckchen haben wir, also holen wir uns jetzt einen Holzstamm hier raus. Ein Holzstamm. Holzstamm. Ein Holzstamm haben wir. Gut, jetzt bauen wir der Rotznase hier in Holzhammer. Essen wollte ich eigentlich was. Alles klar, da haben wir uns jetzt auch mal so ein Fladenbrot rein jetzt hier. Der Vater. Da hat mir den Hammer nicht gesackelt, das wundert mich aber. Sonst kriegst du ihn doch gleich gesackelt immer. Naja, er sitzt, die Rotznasen sitzen jetzt hier. Die Eltern sind auf Arbeit, aber der Becher schon in der Hand, ja. Gut, alles klar. Und wir flitzen jetzt hoch in unser Außenlager. Da legen wir uns mal einen Weg, nehmen Sie die Fackel weg. Einen Wegpunkt hier hoch. F, so, damit wir uns nicht verlaufen. Und Hochflitz. Halt, haben wir überhaupt schon geschaut, was mit unseren. Doch, haben wir schon im Sommer, oder? Ich weiß es nicht. Da gucken wir lieber noch einmal. Landwirtschaft machen wir zu, die Dienstleistung gucken wir rein. Die Bauhütte. Die ist noch kaputt. Ach ne, er repariert. Er ist alles im Gange. Alles klar, gut. Er ist voll in Arbeit, der Edgar, der Edwin. Wie heißt er? Der Edwin. Nochmal hingucken, Bauhütte. F. Der Eckbert, der Eckbert. Alles klar. Naja, hier werden Bäume gefällt. Habe ich hier nicht irgendwo ein Tor drin? Naja. Irgendwo habe ich ein Tor. Hier ist es. Ist aber auch jemand, ich weiß nicht, es ist jemand auf dem Feld und arbeitet hier. Aber in der Aufstellung ist immer noch zu weit weg. Verstehe ich nicht. Eine einzige arbeitet hier. Naja, gut, ich schaff das schon. Die Düt hat gedüngt. Jetzt muss sie den Dünger einhacken. Alles klar. So, wir laufen jetzt erstmal in unser Außenlager. Nimm mal den Bolzen, wollte ich gerade sagen. Den Bogen in der Hand. Falls hier unterwegs irgendwas los ist. Müssen ja vorsichtig sein.
Wo ist denn überhaupt unser Weg? Hier ist unser Weg, Sedon. Ja. Haben wir schon so einen schönen Weg gebaut und nutzen den nicht. So, mal schauen. Wer hat jetzt hier einen Quest? Auch so eine Rotznase, oder? Was war denn das jetzt? Habt ihr das gesehen? Der Ludwig, da ist er hier hochgehupft. Die Filiberta, guck an, die ist zu Hause. Die passt aufs Kind auf, alles klar. Hallo, wo ist sie denn? Hä? Hör sie nicht? Hier, die ist in. Was haben wir denn hier gebaut? aber kein Zickenkrieg, hä? Nein, Zickenkrieg, nein, gibt's nicht. Entschuldige, dafür habe ich keine Zeit. Also mit dem Quatsch kannst du langsam aufhören, ehrlich. Den Zickenkrieg kannst du langsam rausnehmen. Das ist ja der größte Nonsens, den es gibt. Da flitzt du hier wegen dem Quatsch durchs ganze Tal. Oder reitest durchs Tal. Kannst du ja auch. So, alles klar. Jetzt nehmen wir uns einen Hammer. Einen Hammer nehmen wir uns. Und etwas Kalkstein. So, Kalkstein. Und verputzen unser Lager hier. Kalkstein. F. Bestätigen. Gut. Den Hammer legen, wir haben auch noch nicht, den legen wir auf die 2. Und jetzt, ne, die 2 nehmen, quasi mir, und verputz. So, da hätten wir ja dann unsere Läger alle. Haben wir die alle verputzt jetzt? Ja. Können wir gleich mal wieder gucken, was wir, wie es hier aussieht, ob wir wieder Zeug, aber das räumen wir ja nicht hier raus, das machen wir ja unten. Das machen wir ja im Dorf. Aber ich denke mal, Feuerholz können wir bald schon wieder rausräumen. Oh, hier werden Bretter gehobelt, hört ihr das? Ne, das hier oben lassen wir so. Das wird nichts verputzt. So, hier brauchen wir jetzt noch 6. Hier noch 6, hier auch noch 6, das sind 12, 18, 20, 28 brauchen wir noch. 28 Kalkstein. Da ist F. Nee. Ja.
Da, fertig. Die Giebel lassen wir so, wie sie sind, mit Stämmen. Das sieht das schöner aus. Aber hier oben kann ich ja noch vor Häuser verblenden. Da kann ich ja auch Kalkstein. Genau, da brauchen wir jetzt 82 Kalkstein. Da werden wir gleich noch ein Haus hier oben machen. Nochmal 82. Das ist der Fälle. Der Stelligen. Was habe ich denn alles drin? Das ist doch so. Eisenbolzen, raus damit. Eisenmesser, Eisenball, Fladenbrot. Kalkstein, Münzen, Hufbogen, Steine. 32. Und die 59 Steckchen. Die Zollkirche noch raus. Jetzt haben wir bloß noch 92 Kilo, die wir rumschleppen müssen. Und da sind wir schon ein wenig schneller wieder mit dem Laufen. Also, machen wir noch so ein Gebäude hier. Zibora und Knimir. Die werden gucken, wenn sie aus der Mine kommen, wie ihr Haus aussieht. Aber hier habe ich, glaube ich, alle Dächer ordentlich gemacht. Muss ich gleich mal schauen. Das hier hinten, das ist noch richtig, das ist richtig. Das ist das Lebensmittellager. Ja, die Wohnhäuser sind alle richtig. Alles klar. Gut. Also, das Haus verputzen wir noch und dann laufen wir mal über nochmal nach Lesnica. Da ist auch ein Quest. Das schaffen wir doch noch heute. Es ist doch noch früh am Tag. Halt den Giebel. So, hat man jetzt auch geschafft. Ein Bogen in der Hand und wir laufen nach Lesnica. Hier durch den Wald. Im Sommer waren wir ja hier oben noch nicht. Da können wir nachher gleich mal schauen, ob wir da unten noch ein paar Banditen antreffen. So, jetzt schauen wir doch mal. Wer hat hier einen... Die Gisela, was hat sie denn wieder? Die braucht wieder irgendwas, hat wieder was verspittelt. Na, wo ist sie denn? Hier ist die Gisela. Hallo Gisela, kann ich dir irgendwas helfen? Kennt ihr deine Hilfe, was gibt's? Ja, jagt sie gehen, sicher, es wird nicht allzu lange dauern. Was brauchst du denn wieder? Ein Rekufbogen, du hast doch bestimmt einen, oder? Zeig mir deine Ware. Zwei hat sie sogar. F, alles klar. Mach's gut. Hallo Gisela, ich glaube, hier ist dein Rekufbogen. Bald mein Seil. Gut, alles klar. Gut. Ist zwar schön, solche Quests, aber das könnten sie auch ändern.
wenn ich so ein Quest habe, nicht, dass ich hier wirklich, ich kauf's bei der und gebe's nachher wieder. Irgendwo widersinnig. Das könnte man noch ändern. Da unten sind keine Banditen. Nö. So, gut, da laufen wir mal hier nochmal nach Richtung Fluss runter. Dann noch was rumliegt am Fluss unten. War ja so üblich, dass da immer mal was rumliegt. Nein, liegt nix da. Hier ist nix. Da ist nix und da war nix. Ne, hier ist alles klar. Gut. So, jetzt laufen wir mal den Weg hier lang. Ob sich hier hinten irgendwo Banditen rumtreiben. Sieht aber auch nicht so aus. Ja, wo befinden wir uns jetzt? Hier. Wenn wir doch hier durch, querfeld ein. Ja, dort ist ein Lager. Ist das ein verlassenes Lager oder sind da Banditen drin? Oder was habe ich jetzt gesehen? Was habe ich denn jetzt gesehen? Ich habe gedacht, hier war. Hab irgendwo ein Zelt gesehen. Nö. Nix da. Hier ist Wolfsgebiet, da oben sind die Wölfe. Da bin ich aber schon richtig. Da war hier ab und zu mal ein Banditenlager. Und Banditen sind aber keine da. Schade, ich hätte richtig Lust auf Banditen. Na, da müssen wir Wölfe schießen. 1, 2, 3. Du kannst hier heulen, wie du willst, kommen sowieso keiner dazu. Da. Hirsch, Hirsch. Einer ist noch da. Seht ihr das? Weg ist er. Dann sind sie alle Vierer weg. Die sieht so aus ja wie im Schlachthaus. Naja, aber nehmen sie erstmal. Wir weiden sie erst einmal aus. So. Nee, hier ist nichts weiter. Könnte bloß sein, dass hier oben noch sich irgend so ein Keiler rumtreibt.
Aber wir gehen jetzt mal nach Denika wieder. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Da ist er schon, der Zaun. Da ist er doch, der Zaun von Denika. Da gehen wir gleich mal vor zur Kinga. Weiß gar nicht, waren wir hier schon? Hallo Kinga. Hallo, zeig mir deine Ware. Die hat kein Geld mehr, alles klar, mach's gut. Die haben kein Geld mehr, die haben schon alle abgezockt. Gut, dann nehmen wir den Quatsch mit hem. Was ist mit dir? Nibor? Was in letzter Zeit? Naja, Gostovia habe ich gehört, hat jemand eine Aufgabe für dich. Brauche ich nicht, will ich nicht. Alles klar, mach's gut. Schönes Wetter, blauen Himmel, aber wir werden noch paar Bären. Die Bären hier haben wir ja schon abgezupft. Da ist ja nichts mehr dran hier. Hier drüben auch nicht. So, na gut, da gehen wir halt nach Hause. Aber wir könnten hier drüben mal gucken, ob hier drüben ein Wagen liegt. Der liegt ja öfters mal hier. Weg hoch. Was, ja, guckt euch das mal an hier. Wer treibt denn sich hier außen rum? Das gibt's ja gar nicht. De Blanca. Hallo, Mister. Ja. Wie alt bist denn du? Dreie. Und da rennst du hier allein im Wald rum. Mach dich hemm. Was hat denn die für eine Mutter? Hier drüben liegen ein paar Stämme. Die nehmen wir mit. Und eine Steinaxt. Na ja, gut. Also, Wagen liegt hier keiner. Na, die schafft's doch nicht bis zum Schlafen gehen, dass er heimkommt. Du kannst es aber auch nicht auf dem Arm nehmen und heimtragen. Geht nicht. Hallo, Mister. Ja. Die Fenster. So weit weg von zu Hause. Also, gibt's ja gar nicht. Ehrlich. So, jetzt werden wir uns noch einmal 64 Kalksteine holen und werden diese Scheune dann noch verputzen. Ja, aber meine Freunde, das mache ich ohne euch. Wie spät haben wir's? Wir haben schon 18:11 Uhr, na, das ist ja nichts Neues. Die gehen jetzt alle schon wieder hem und ins Wirtshaus und der Rassi mir, da verputzt jetzt noch eine. Noch eine Scheune. Ach, jetzt muss ich auch erstmal den ganzen Spittel rausräumen, den ich hier drin habe. 48 mal Fleisch, das geht ja immer noch. Fladenbrot. Aber ich habe 13 mal Leder. Habe 13 Pelze, eine Steinaxt, und dann habe ich doch noch drei Holzstämme. So, und ich nehme jetzt 64 mal Kalkstein. Kalkstein, Kalkstein, ja. F. 90 ist ein bisschen viel, 67, 64 bestätigen. Gut, das geht eigentlich noch vom Gewicht her. Alles klar, meine Freunde. Ich verabschiede mich von euch und der Rasi, der wackelt jetzt dort rüber. Den Hammer haben wir noch. Alles klar. Und wir verputzen jetzt dort oben noch die Scheune. Und es sieht ja eigentlich alles ganz gut aus auf den Feldern, oder?
Hier haben sie noch. Was machen die denn? Haben die den Hafer jetzt weggemacht? Ach, na, kann's doch nicht sein, ehrlich. Jetzt haben die den Hafer weggemacht und haben das vorbereitet, damit, also, weil ich denen gesagt habe, dass sie im Herbst hier Roggen drauf machen. Das kann's doch nicht sein. Was ist denn das für ein Quatsch? Ehrlich. Was soll denn der Käse? Muss ich wirklich sagen, was soll denn der Käse? Jetzt machen die den Hafer weg, der noch nicht mal richtig erntefähig ist. Ach, na, das, was soll denn das jetzt? Was haben sie denn da jetzt gemacht mit dem Spiel? Also ehrlich, leck mich doch am allerwertesten, ehrlich. Musst du jetzt bis Herbst warten, dass du die Frucht umstellen kannst? Ach ne, das ist doch der größte Rotz, den sie gemacht haben, ehrlich. Entschuldigt, aber das ist wirklich Rotz. Was soll denn der Quatsch? Ich fasse es nicht, ehrlich. Das ist eigentlich noch nie gewesen, dass sie so einen Quatsch machen. Jetzt habe ich keinen Hafer. Die Haferernte ist ja eingeplant fürs Tierfutter. Also. Gut, aber trotzdem, ich sag jetzt mal Tschüss, meine Freunde. Das werde ich gleich mal bei Steam reinschreiben, was der Quatsch soll. Alles klar. Jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Wir könnten jetzt noch mal zurückladen, aber ich schaue erst mal in unser Ressourcenlager, wie es mit dem Hafer aussieht. So ein Quatsch. Alles klar, meine Freunde. Ich melde mich zum letzten Sommertag wieder. Alles klar. Ich sage dann mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge.